Ich führe das Gespräch mit der Lisi. Nicht immer, aber hier und da. Also beispielsweise, wenn es steil angeht, dann habe ich irgendwie auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Erbarmen, aber erstens habe ich Respekt vor ihrer Leistung. Sie ist ja 89 Jahre alt. Ich weiss auch, dass sie relativ rasch in steilen Steigungen an ihre Grenzen kommt. Dasselbe beim Runterfahren. Sie hat nur Bremsen auf der Hinterachse, also vorne ist keine Bremse. Da muss man natürlich aufpassen und das Wissen und Sorge haben und brutal umgehen. Und ja, ich kann es nicht anders sagen als... Sie macht doch Freude, oder? Also zuerst ist sie für mich einfach ein Ford Model T gewesen. Und je länger ich auf der Reise gewesen bin mit dem alten Fahrzeug, umso mehr bin ich mit der Mechanik, mit ihrem Fahrverhalten, mit ihrem Bremsverhalten vertraut worden. Und je länger sie mehr hat das eine Beziehung ist da gewachsen. Die Beziehung ist darin bestanden, dass ich, wenn ich am Morgen sie gestartet habe, war mein erster Gedanke am Anfang, warum läuft sie echt an, bringen sie zum Laufen und so weiter. Und mit der Zeit habe ich gewusst, sie läuft an. Also ich habe ihr das wie zutraut und gesagt, nein, das geht nicht anders, du läufst jetzt an und das hat sie auch gemacht. Und sie hat mich eigentlich auch nie gross im Stich gelassen. Es hat schon zwei, drei mechanische Defekte gegeben, aber eigentlich alle behebbar. Also beispielsweise, wenn sie nicht angelaufen ist oder wenn sie immer schlecht gebremst hat, dann habe ich nicht angefangen zu fluchen und einfach das entgegengenommen. Und das ist jetzt so und jetzt muss ich daraus das Beste machen. Und sie hat das eigentlich... Ja, ich war dankbar für das. Komisch, aber es ist so. Start in Zug, Richtung Westen, Atlantik. Dann via Spanien nach Gibraltar, nach Frankreich, Italien und dann mit der Fähre nach Albanien, später Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Serbien und so hier langsam wieder in Norden nach Slowenien, Österreich und dann Richtung Polen ins Baltikum und so nach Helsinki. Ab Helsinki dann alles nordwärts bis an Barentssee. Das Fahrzeug hat auch einen gewissen meditativen Anstrich. Oder? Es ist ja im Prinzip auch eine Reise in die Langsamkeit. Oder? Es ist aber auch eine gewisse Reise in die Einsamkeit. Also wenn ich allein fahre, dann gehen natürlich x Sachen im Kopf vor. Das Geräusch ist monoton, vom Motor, Abrollgeräusch, von der Rad. Die Geschwindigkeit ist immer gleich. Ich rede mit niemandem. So, wenn ich jetzt jemanden neben mir hatte, der mich ständig hätte, mit Fragen und mit «Ja, weisst» und so und «Pass auf» und so. Und das hat eigentlich der Max sofort verstanden. Er hat da nichts geredet.
da hier im Norden ist der Max dabei, der Kälte und mit dem Fahrzeug und mit der Zündung und so habe ich einfach noch ein bisschen Sicherheit gebraucht und dann hat mir der Max gegeben. Mir ist gesagt, wieso gehst du im Winter in Finnland, in die Kälte und Eis und Schneestraßen und Sturm und so. Eben gerade wegen dem. Ich fahre grundsätzlich gerne auf Schnee und auf Eis. Also das ist für mich nicht Gräuel, sondern das ist für mich eine riesige Herausforderung und eine Freude. Das kann man vielleicht nicht so einfach verstehen. Aber ein labiles Fahrzeug auf Schnee und Eis fahren, das ist Faszination. Es ist wohl ein altes Auto und ein langsames Auto. Aber es ist nicht so einfach zum Fahren. Also, dass man das auch weiss, ich habe etwa 400 km gebraucht, bis ich das Fahrzeug stresslos fahren konnte. Weil das hat einfach so Eigenheiten und mit dem Halbautomat, das ist, wo man mit den Füßen schalten und total umgekehrt als in einem modernen Auto. Schwaches Licht in der Nacht und so. Und darum habe ich einfach gesagt, ich fahre das Auto und gebe es nicht zu den Händen. Ich wollte am Schluss aller Ende so wieder heim. Gewisses Alter, oder? Und die Vorstellung, mein Leben so ein bisschen rückblickend anzuschauen, war ein Ausschlag in dieser Reise. Und so habe ich einfach so einen Rückblick gemacht, oder? Was habe ich alles gemacht in meinem Leben? Ursprünglich war ich in einem Bergdorf also Primarlehrer gewesen und irgendwann habe ich das Lehrer da sein aufgegeben, weil ich gefunden habe, ich habe noch ein paar andere Sachen. Und ich habe für Schweizer Hilfswerk gearbeitet, so Logistik. Und bin ja, hier und da im Osten gewesen, also im Kriegsgebiet. Also einfach das Gröbste, was ich erlebt habe, sind so Transporte, Flüchtlingslager in Tschetschenien. Und dadurch ist natürlich auch eine gewisse ja, ich bin nicht ängstlich, oder? Und ich habe eigentlich so die Mentalität oder die Idee, ich tue mir nicht von vornherein den Teufel an die Wand malen. Sondern wenn irgendetwas Krummes kommt, dann versuche ich die Lösung, oder? Jetzt sind wir in Mehamn, das ist eigentlich die nördlichste Fischstation oder Fischerdorf von Norwegen. Aber es ist einfach Schluss. Amen. Mit dem Auto geht es einfach nicht mehr weiter. Also vor mir liegt jetzt die Rückfahrt, die wir via Finnland in Süden gehen, Schweden, Dänemark und den ganz Deutschland zurück bis in die Schweiz.
sie macht doch Freude, oder? Das Auto. Also ich bin ja früher viel so ein schnellere Auto gefahren und da hatte ich eigentlich in dem Sinne nicht eine Beziehung dazu. Also ich habe einfach gerne also die Sportanlässe gefahren mit diesen Fahrzeugen und da war es wieder vorbei gewesen. Und ich glaube, ich kann jetzt die Lise ja nicht verkaufen. Also ich muss mich von der Lise wieder abnabeln. Wir schauen, was daraus entsteht.